Ach, sein Gesicht. Ja, er ist so ein bisschen in der Staubwolke. Oh, Achtung, Raketen. Oh ja, auch man kann sogar die Raketen abschießen, das ist ja cool. Ja, ja. Das wusste ich nicht. Ja. Boah. Da komm ich nicht runter, Dennis. Hä? Ah, nee, André. Oh, Raketen. Nein, nein. Ach, ein paar habe ich abgeschossen. Hä? Bin in der Luft. Ah, fuck, Raketen. Verstehe ich einfach nicht. Und bitte schützenfest. Oh mein Gott, ich habe Gummientchen bekommen. Das zweite Mal im Spiel. Ja, Mann, Gummientchen. Beste Fähigkeit. Funktioniert wie Athenas Schild. Nur, dass ich gleichzeitig noch rumspringe. Oh, ich bin leider draufgegangen, trotz des Schilds. Ja, es ist leider nicht unendlich stark. Wo gibt's denn die Muni? Ich sehe hier nur Kisten. Ach, verdammt. Oh ja, sehr gut. Ich brauche die ganze Muni. Ich verbrauche extrem viel mit der Waffe. Oh, Raketen. Ich habe bis auf eine alle erwischt. Danke. Seht ihr irgendwo, wo diese Automaten sind? Ah, ich sehe einen da drüben. Gut. Aua. Gegner, 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 Gegner. Oh, beliebst mich schon wieder. Oder auch nicht. Da ist doch ein Gegner, so. Ah, Mann. Boah, ich komm nicht mehr vorbei. Der ist im Weg. Ach komm, er wirft mich die ganze Zeit hoch. Nicht auf ihn schießen, einfach nach einem Gegner suchen, den du killen kannst. Aua. Natürlich darf nicht gleichzeitig alles explodieren, sonst sieht man nichts. Da ist einer. Erwischt. Ah, immer bei dem versucht, dich wiederzubeleben. Ja, wie gesagt. Und jetzt weg hier. Mann, warum kann ich denn nicht wegspringen? So. Man darf einfach nicht neben ihm stehen, sonst kann man nichts treffen. Man kann nämlich seine Raketen nicht sehen, wenn die über einem sind. Beziehungsweise man merkt es nicht so leicht. Alter. Wie einfach alles explodiert die ganze Zeit. Und schon wieder tot. Bloß weg hier. Na toll, jetzt bin ich eh viel zu ungenau. Raketen, Achtung! Ah. Oh wow, ich bin einfach sofort gestorben diesmal. Kommt vor, wenn du sofort zu vielen getroffen wirst. Mhm. Ja, ich glaube, Schaden reduziert diesen Balken, ne? Zeitbalken, ja. Auf also, mich wurden gerade irgendwie 10 Raketen geschossen. Extremer Schaden. Ach cool, man kann dann nochmal nachladen hier in der Station. Das war gut, weil ich nur noch ein Drittel Munition hatte. Aber von hier trifft man nicht. Schlau. Strap. Oh ja, Strap ist gerade super praktisch. Ich treffe ihn auf der Entfernung. Ja, ich werde trotzdem getroffen, obwohl ich unsichtbar bin. Verdammter Hacker. Ey, warum ist denn der hier? Ja, weil er direkt drüber gesprungen ist. Über mich rüber gesprungen, fand ich auch gut. Vor allem kriege ich hier voll die Raketenladung ab. Ja, ich versuche ja welche abzuschießen, aber wenn die nicht gerade auf mich zufliegen, klappt das kaum. Aber und selbst dann. Du kommst da nämlich nicht raus. Wenn du neu spawnst, bist du wieder tot. Gibt's irgendwo einen kleinen Gegner? Nope. Na doch, da. Aha. Alter, der hört auch nicht auf mit Raketen gerade. Ja, das ist, wenn einer vor ihm steht. Zu nah. Wir müssen alle weit weg von ihm, der macht da glaube ich keine Raketen. Ich bin aber zu weit weg von ihm, um wirklich Schaden zu machen gerade. Gegner? Gegner. Komm schon. Ja. Nice. Verdammt. Gegner, Gegner, Gegner. Da. Erwischt. Ja, André, immer wieder das Gleiche, Flo. Nicht ihn anschießen, wenn du gefallen bist. Such nach einem kleinen Gegner, den du töten kannst. Das ist die beste Idee in dem Fall. Und ansonsten sollte man versuchen, sie in Ruhe zu lassen. Es sei denn, sie greifen einen an. Wow, das sind eine Menge Raketen gewesen. Und ja, versucht immer auf Raketen zu schießen. Fällt mir gerade auf. Das ist echt gut. Ja, ja. Beste Technik. Vor allem, wenn halt der eine wieder, wenn man wiederbelebt wird, muss man das halt machen. Dass der wiederbelebt, nicht mehr. Ah, fuck, das war's.
Kleiner Gegner? Ja, sorry. Kleiner Gegner irgendwo? Da! Erwischt. Ja, ganz ehrlich, konzentriert euch nicht, andere Leute wiederzubeleben. Es bringt eh nichts. Ja. Ist wirklich, ich find's schlauer, wenn diejenigen, die umgefallen sind, einfach dann einen kleinen Gegner abschießen. Ja, das versuchen wir ja, aber manchmal ist einfach keiner da. Ja, stimmt. Aber bis jetzt hatte ich ganz gut Glück vielleicht auch, aber mir waren häufig welche. Oh, komm, so viele Raketen. Ey, das sind 20 Raketen oder so, die er abfeuert. Dann gib mir Muni. Wow. Gib mir Granaten. Was soll ich damit? Oh, was kommt denn jetzt? Achso, das ist deine Fähigkeit. Achtung, Schützenfest! Konzentrieren. Ist sein Kopf weg? Nee, da ist er. Mit mir zeigt er zum Glück gerade den Rücken. Ja, das ist so gut. Der Rücken ist viel besser als die Front. Ja. So unglaublich viel Schaden. Vor allem mit Schützenfest. Ja. Meine Laserwaffe ist vor allem richtig geil. Ich mach so viel Schaden, weil das alles Crit ist. Das ist wunderbar. Aber jetzt sehe ich gerade nur seinen Kopf. Und also so oft in einem Endspiel bin ich noch nie gestorben wie hier. Ja, aber das ist, ja, aber das ist die Idee, glaube ich auch. Ja, das macht es aber nicht schwieriger, weil es ja immer wieder wiederbeleben kann. Es finde ich aber schon jetzt ein schwieriges Spiel. Also allein schon die Raketen mal abzuschießen. Naja, aber es ist nicht besonders schwer, einfach. Weil es hat ja keine Konsequenz. Ja doch, du stirbst. Das macht es ja viel länger. Ja, es, dann dauert es länger. Ja, es gibt doch bei Borderlands halt kein Critical Failure. So funktioniert das Spiel nicht. Oh, ich bin viel zu nah dran. Sollte man aber eventuell mit einem höheren Schwierigkeitsgrad. Wir spielen ja auch. Na, es gibt ja gar keinen Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Das ist es. Und Gegner, sehe ich einen kleinen. Nee, das ist nur ein Bit. Auch nur Bits. Cool. Irgendwie hat's funktioniert. Hat mich jemand wiederbelebt? Nee. Dann muss ich irgendwas zufällig getroffen haben. Belebt nicht. Oh, Raketen. Gleich ist er down. Und ich werde gleich nochmal sterben. Macromagica, schade. Na doch, man trifft mit dem Laser trotzdem sehr gut. Nein, Rakete nicht! Aua. Toll, die einzige, die ich durchgelassen habe, und sie hat mich trotzdem gekillt. Ich sehe gar nichts mehr, weil ich in ihm stehe, glaube ich. Ja, ich stehe jetzt auch in ihm. Aber ich habe EP bekommen und da ist ein kleiner Gegner. Wunderbar. Jetzt bin ich in ihm gewesen. Jetzt stehe ich auf. Versuch vor ihm wegzurennen. Aber jetzt bin ich auch noch daneben gesprungen. Hallo, André. Ah, ist zu weit weg. Ach, super. Stopp. Jetzt springt er schon wieder durch die Gegend, ja? Wow. Okay, ich fliege. Ja, ich auch. Ich weiß nicht warum. Ja, ich bin, auf eine Plattform gesprungen. Ich glaube, er. Na, das ist zu spät für einen neuen Modus. Das bringt ihm doch gar nichts mehr. Ja. Aber er hat gerade so komisch geschossen aus der. Rush Trap und ich spring richtig nah an ihn ran. Oh ja, ich gehe direkt auf sein Gesicht. Ins Gesicht! Ich habe gerade eine tolle Stelle gefunden. Ah, oh, jetzt bin ich hier unten auf dem Boden. Toll. Komm, jetzt ist er aber down. Alter. Ja, er ist tot, oder? Ja, jetzt. Yay, er zerfetzt einfach. Da hat er was fallen lassen. Was? Nein. Foren-Upgrade? Wollt ihr mich verarschen? Nein, Mann, bitte nicht. Alter, das ist ein riesiges Schiff, oder was? Ich habe mich schon gewundert, warum hier nirgendwo eine Glitchwaffe rumliegt. Ach doch, da ist eine. Was ist es? Oh, ein Korrosionslaser. Will ihn jemand? Nö. Cool. Probiere ich den mal aus, hä? Oh, das ist so ein ganz schneller. Erstmal die Geschütze platt machen? Ja, nein? Hallo? Ja, ja, mach einfach mal. Toll, ich bin eine Bombe. Sehr gut. Und der Bot fliegt von mir weg und jetzt ist er tot. Und damit bin ich tot. Ah, ich sehe keinen kleinen Gegner.
Und doch, da. Da sind sogar zwei. Sehr gut. Vor allem sind zu wenig Geschütze. Ich nehme mir das linke mittlere Geschütz. Irgendwie. Ist ja egal. Geschütz. Naja, wenn wir uns auf eins konzentrieren, ist früher die Damage down. Ich sehe ja jemand anderen auch drauf schießen. Was hatte ich denn da gerade für eine komische Fähigkeit? Oh mein Gott! Oh mein Gott, das war Burst Laser! Heilige Scheiße! Oh mein Gott! Das ist so krank mit Schützenfest. Aber ich glaube, bevor die Geschütze tot sind, ist er tot. Ja, ist noch nicht mal annähernd. Oder, ach doch, die gibt's ja überall, ganz kleine. Ja, deshalb, schau mal. Naja, ich mach trotzdem auf den Geschützen weiter. Vielleicht zählt es ja auch gegen Damage gegen ihn. Zählt. Deshalb. So. Oh, wo ist er? Ich kann nicht aufhören zu schießen gerade. Sehr unpraktisch. Spawne Verstärkung? Was ist seine Verstärkung? Spielen wir jetzt gegen sie? Oh Mann, kann das mal aufhören? Na, vor allem die gute 8 schon wieder eine Bombe. Hast du gerade weggemacht. Aber die gute 8 Bit wieder tot. Ich verstehe dich nicht. Oh, toll. Komm schon, geht doch. Ich war doch hinter dir und hab dich belebt. Ja, aber mir wurden zweimal ein Kill geklaut. Warum ist denn der jetzt wieder voll? Ja, sein Schild ist voll. Das ist doch normal. Wenn er länger keine Schaden, keinen Schaden kriegt. Erstmal nachladen. Na dann werden doch die Geschütze vorher down gehen. So, wo sind denn noch welche hier unten? Auf die harte Tour. Da ist eins fast down. Ein Raketenwerfer an den Seiten, ja. Die Raketenwerfer sind erstmal Priorität, würde ich sagen. Oh mein Gott. Okay, der rechte ist halb down. Rechts unten. Ja, auf den ziele ich auch. Okay. Und außer Schussbahn. Ja, bei mir jetzt auch. Nein, noch nicht. Ja. Jetzt bin ich aus der Schussbahn. Ich sehe nichts. Ah. Wir haben uns gerade alle gekillt, unglaublich. Aber ich hab einen erwischt. Das war mein Fehler. So. Ist der jetzt down? Ne, der ist immer noch nicht down, der unten rechts. Aber gleich. Ja, ich muss erst mal. Ah, Amok Gaudi! Ist doch eine schöne Fähigkeit dafür. Down ist er. Ne, ist er nicht. Ja, quasi. Jetzt. Jetzt. Ich bin tot. Oh, da ist noch. Ein korrosionsangepasstes Virus. Bumm. Oh, Stingray, Skillanpassung. Egal wo ich stehe, ich krieg Damage, habe ich so das Gefühl. Ups. Welchen Raketenwerfer nehmen wir denn jetzt noch? Ja, unten den Link. Unten links? Okay. Ja, erstmal unten würde ich sagen, denn die höher. Okay. Muss erstmal dreimal nachladen. Das ist alles rot. Alles, oh, schon wieder hat er uns alle erwischt. Erwischt. Ich guck schon gar nicht mehr, wo die Gegner sind. Ich guck einfach, bis auf meinem HUD angezeigt wird, dass da ein Gegner sein könnte. Und dann schieße ich. So. Okay. So, das Geschütz ist da jetzt auch down. Kommt man besser an den Raketenwerfer ran. So. Ja, nochmal Amok Gaudi, so muss es sein. Oder den links. Oben links. Oh mein Gott, ich habe gerade Superpower. Obwohl, so viel Damage macht das auch nicht. Naja. Besser als nichts. Aber das macht doch wesentlich mehr Schaden. So. Dann oben rechts. Ich habe noch 600 Schuss, die Hälfte vom Anfang.
Ja, jetzt. Oh, jetzt ist er wieder weg. Jetzt kommt er in die nächste Stufe, ha? Na, ist ja egal, aber dafür sind dann alle Sachen schon mal weg. Ach fuck, jetzt habe ich die Fähigkeit, wo ich unendlich schieße. Schöner Glitch. Nur total nutzlos gerade.